jetzt im Ernst, wo kann der sein? Ja, was ist dieses komische Teil? Eine Art Magie blockiert diesen Höhleneingang. Aha. Das sieht mir verdächtig aus. Aha. Ja, okay, das sieht mir sogar sehr verdächtig aus, dass der Typ hier hingerannt ist. Ah, hier ist eine Kapsel. Warte, ich habe doch Scouter. Jetzt habe ich den hier. Hier ist die Stadt, aber kann ich nicht meine Umgebung. Ach, egal. So ein Typ. Ja, okay, also. Hier gibt's anscheinend. Oder? Okay. Danke, dass du mich gerettet hast. Die Männer des Kriegs haben mich hier für lange Zeit festgehalten. Ich habe eine Menge der Gefolgsleute erledigt. Du solltest einen sicheren Weg. Ja. Dem Himmel sei Dank. Ich werde für immer an deiner Schuld stehen. Nimm das, ich habe es mir von einem der Gefolgsleute geschnappt. Ja, danke schön. Aber ich dachte, der könnte uns irgendwie Informationen preisgeben. Naja, egal. Ach, das sind wieder diese Leute. Nerv nicht. Ja, bei Part 5 konntet ihr sehen, neue Thumbnails, also auf den Dragon Ball. Ich habe jetzt einen Dragon Ball hinzugefügt. Anstatt, dass ich jetzt ganz normal einfach Folge 5, also Hashtag Folge 5, schreibe, packe ich einfach jetzt Dragon Ball hin mit der Zahl. Sieht einfach viel besser aus und so. Aber das mit dem Quadrat, also, dass der Rand noch da ist, naja. Ich bin halt nicht so ein GIMP-Experte. Wahrscheinlich benutzen andere Leute halt Photoshop, aber na. Warte mal, hier kommen wir doch zurück. Oh, das sind zu viele Leute. So, das macht ja auch keinen Sinn. Stein. Ja. Deswegen garantiere ich einfach nicht. Also ich kann halt nicht immer so schöne. Ich mache halt das Beste so, wisst ihr? Also das, was ich machen kann. Aber, naja, vielleicht kriege ich es ja hin irgendwann. Also dass es hübscher wird und so. Aber ich gebe mein Bestes, Junge. Okay. Der Dieb sollte bald nicht, also den sollten wir bald haben. Ah, hier ist ein Haus. Da ist er. Robert. Ja, ich habe den Stadtschlüssel geklaut, aber ich hatte einen guten Grund dafür. Na klar. Ernsthaft, ich habe den Schlüssel gestohlen, weil ich Satan ihn weil Satan ihn einfach nicht verdient hat. Er behauptet, den Kriegsherrn besiegt zu haben, aber das stimmt nicht. Tag und Nacht sind die Männer des Kriegsherrn durch den Wald marschiert. Das hat mich verrückt gemacht. Seit 30 Jahren seit 30 Jahren lebe ich hier. Da kann ich diese Wilden doch nicht alles ruinieren lassen. Also bin ich zum Versteck des Kriegsherrn gegangen und habe es so richtig krachen lassen. Wumm, bam, Handkante an den Hals.
Und dann steht auf einmal dieser Satan da und lässt sich für meine Taten feiern. Das kann ja sein, aber du kannst trotzdem nicht einfach den Schlüssel stehlen. Naja, stimmt. Du kannst ihn wieder haben. Wo habe ich ihn denn? Auf dem Kamin? Nein. Im Kühlschrank? Nein. In der Kommode? Nein. Oh, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich habe ihn in einer Höhle in der Wildnis versteckt. Die Höhle wird von einem Zauberspruch geschützt. Ich werde den Zauber für dich aufheben. Ja, okay, danke. So, der Zauber ist gebrochen. Nimm den Schlüssel und verschwinde. Ja, wow, kann ich... Oder einen Boxsack. Okay. 44. Na, im 40er Bereich läuft. Und ja, schön alles im Auge behalten. Ich speichere hier. One-Hit, oder? Hä? Ich kann mich daran erinnern, dass die stärker waren. Ah, Stufe 16, nice. Was könnte ich jetzt Sachen erwähnen? Bestimmt habe ich. Naja, ich bin falschen Weg. Ich habe den falschen Weg eingeschlagen. Hier. Geh weg. So. Ja, da ist eine Truhe. Da ist der Schlüssel. Ja. Und ich werde jetzt immer den Counter so machen, aber nein. Ich versuche halt so eine Stunde aufzunehmen. Hier speichern wir nochmal. So, wir sind draußen. Gehen jetzt nochmal ins Rathaus. Nein, nicht hier hin. Du hast den Schlüssel zurückgebracht. Danke, jetzt können wir die Zeremonie beenden. Halt, ich habe etwas zu sagen. Es war gar nicht Satan, der. Keine Zeit, wir müssen in 15 Minuten im Flugzeug nach Orange Star City sein, also lass die Show beginnen. Yeah! Für außerordentliche Tapferkeit und Mut verleiht ihr seid dann hier mit den Schlüssel zur westlichen Hauptstadt. Ey, das ist echt V von Satan, also. Nun, Gordon, es ist wohl an der Zeit, hier zu verschwinden und mit dem richtigen Training zu beginnen. Goku wartet zu Hause auf uns. Tagebuch aktualisiert. Was gucken. Triff Goku im Ost. 439. Ja, ich wechsle noch meinen Charakter. So, zu Gohan. Und ja. So, jetzt sind wir auch wieder da. Hey Jungs, wie war es in der westlichen Hauptstadt? Ich will nicht darüber sprechen. Wir haben also 3 Jahre, um zu trainieren, Papa. Genau, und wir sollten sie besser gut nutzen. Puh. 3 Jahre später. Gohan hat Stufe 12 erreicht. Gohan kann jetzt das Masenko-Ha verwenden. Piccolo hat Stufe 17 erreicht. Piccolo kann jetzt Spezialstrahlenkanone verwenden. Es ist Zeit, dass wir zur Armeeninsel aufbrechen. Heute ist der Tag, an dem
laut der Prophezeiung des Jungen die Cyborgs ankommen werden. Muten Roshi will euch ein paar neue Tricks beibringen. Schaut bei ihm vorbei, sobald ihr könnt. Ich bin bereit. Tagebuch aktualisiert. Jetzt kannst du die jetzt die L-Taste verwenden, um die Energieattacke zu wechseln. Was bringt's jetzt? Ach so, das ist das Masenko. Okay. Ach, und wir haben hier Herbst anscheinend. So, wo ist Muten Roshi? Will ich mal besuchen kurz. Ja, oder? Ja, Muten Roshi. Marin. Muten Roshi hat gesagt, dass mein Krillin nach einem roten Band suchte. Ich wette, das ist für mich. Oh, Krillin. Krillin hat eine Bitch? Fuck. Also, es läuft was schief hier. Ciao, Su. Ich habe jetzt seinen Namen vergessen vom Schwein. Wie hieß er nochmal? Oh, Long, genau. So. Eins solltest du wissen, ich bin zwar alt, aber ein Meister der Kampfkunst. Ich könnte dir sicher das eine oder andere beibringen. Ich bin mir beispielsweise sicher, dass du die Supertritt-Technik nicht kennst. Um den Supertritt auszuführen, musst du den A-Knopf gedrückt halten und... Okay. Das mache ich jetzt. Warte mal. Kann ich es draußen machen? Boah, sick. Ja, okay. Marin, geh mal weg. Ja. Okay, jetzt wird es auch Zeit für uns zu Anembo am, ja, so hieß die Insel, glaub ich, aufzubrechen. Amenbo-Insel. So. Hier sind alle versammelt. Huh. Wir sprechen erstmal mit Bulma. Ich hoffe, du hältst mich nicht für verrückt, aber was ist eigentlich mit deinem Kind? Ist er dein Sohn, Yamchu? Er ist nicht mein Sohn. Wenn das schon ein Schock ist, wartet erstmal ab, bis sie euch verrät, wer der wirkliche Vater ist. Ich wette, es ist Vegeta. Stimmt's, Trunks? Wer hat dir das verraten, Goku? Ich wollte das eigentlich geheim halten. Es sollte eine Überraschung für euch sein. Also eigentlich habe ich bloß geraten. Er sieht ein bisschen aus wie Vegeta. Aber seinen Namen hast du auch erraten. Ja, das ist ziemlich unwahrscheinlich, nicht wahr? Vielleicht bin ich ja Telepath. Unglaublich, wer hätte das gedacht? Bulma und Vegeta. Wo wir gerade beim Thema sind. Wo ist Vegeta? Keine Ahnung, ich habe ihn in letzter Zeit nicht viel zu Gesicht bekommen. Ich weiß, dass er trainiert hat, um hierher zu kommen. Aber seit der Sache mit dem Baby habe ich ihn ein wenig aus den Augen verloren. Er will schon auftauchen, er lässt sich doch keinen Kampf entgehen. Tenshinhan ist auch hier. Ich habe Chaozu bei Muten Roshi gelassen, um ehrlich zu sein. Ich glaube, der Kleine hätte hier kaum eine Chance. Und hier ist... Hey, Yaji Ruby, bist du gekommen, um uns Kampf gegen die Cyborg zu helfen? Auf keinen Fall, ich bringe euch... Ha. Danke für die Sensoren. Also es ist schon nach 10 und von den Cyborgs keine Spur. Ich glaube einfach nicht, dass wir diesem Kerl zugehört haben. Cyborg, so ein Witz. Sei nicht so voreilig. Es ist erst 17 nach 10. Ich würde noch nicht aufgeben. Tut mir leid, dich zu enttäuschen, Bulma, aber die Cyborgs werden nicht kommen. Hey, was war das? Hey Leute, die Cyborgs, ich kann sie sehen. Ich habe sie auch gesehen, aber wo sind sie hin? Keine Ahnung, gerade waren sie noch da und dann zack, einfach verschwunden. Ich konnte nicht mal ihre Auren spüren. Nun ist ein Cyborgs oder nicht, vielleicht geht das gar nicht. Das ist doch verrückt, wie sollen wir sie denn finden, wenn wir sie nicht spüren können? Tja, wenn wir ihre Auren nicht spüren können, müssen wir sie wohl auf die altmodische Art finden. Mit unseren Augen. Vergesst nicht, wenn ihr die Cyborgs findet, legt euch nicht alleine mit ihnen an. Wartet auf die anderen. Hey, geh mal nicht weg. Ach, Dings, Frank. Noch einer Senzu-Bohne. Das war Sebo.
Okay. Hier ist kein Cyborg. Ich habe sie gefunden. Wo ist er? Oh nein, Yamchu! Krillin, pass auf! Es gibt eine Chance, ihn zu retten. Bring ihn zu Bulma zurück und gib ihm eine der Senzu-Bohnen und beeil dich. Schon unterwegs. Das sind also die Cyborgs. Sehen aber merkwürdig aus, wenn ich... Das ist Cyborg Nummer 20. Achso, Dr. Gero ist Cyborg Nummer 20. Also, es überrascht mich, dass ihr wisst, dass wir Cyborgs sind. Na, noch überraschender ist allerdings, dass ihr unsere Ankunft hier auf dieser Insel vorausgeahnt habt. Sagt mir, woher wusstet ihr, dass wir kommen? Bringt uns doch dazu, wenn ihr so stark seid. Na gut.